Guten Morgen. Es ist Freitag. Es sind Ferien quasi schon. Calvin hat noch Homeschooling, aber der hat jetzt gerade so Freistunden. Der ist oben, bezieht sein Bett. Und die Maus hat schon den ersten Schlaf hinter sich. Wir haben schon zweimal ausgiebig gestillt. Und ich habe ganz viel Haushalt geschafft wieder, weil sie hat ganz toll eine Stunde in ihrem Laufstall geschlafen. Oder über eine Stunde, ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich ganz, ganz viel geschafft, weil sie einfach liegen geblieben ist. Und jetzt hat sie wieder ihre Hand entdeckt. Die Maus, die saugt sich richtig fest. Und ich hatte überlegt, jetzt eben das Sofa abzusaugen. Ich sehe gerade, der Bernd hat schon den Kamin vorbereitet. Der hat den sauber gemacht heute Morgen und hat schon alles gestapelt, dass wir den nachher anmachen können. Der hat nämlich am Nachmittag frei. Und dann essen wir erstmal bestimmt was, wenn er nach Hause kommt. Und dann hatten wir überlegt, zur Burg Fischering zu fahren. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es hat eine Burg, ist wunderschön da. Da ist ein kleiner Wald drumherum und da könnte der Smurfy schön laufen. Wir können schön laufen und vielleicht haben wir ja sogar Glück und die Burg ist auf. Dann würde ich diese nämlich gerne mit Calvino besichtigen. Letztes Mal war der Bernd mit Calvino da drin. Ich war mit Smurfy draußen. Das ist aber schon, das war vor Corona. Ich war mit Smurfy draußen in dem Wald, habe auch für euch gevloggt. Und heute würde ich dann mit Calvino und Livia da reingehen in dieses Burg, Schloss, wie auch immer, mir das alles anschauen. Und Bernd bleibt draußen mit Smurfy. Ja, schauen wir mal, ob das klappt, ob das aufhat, ob wir wirklich dahin fahren. Manchmal, also es ist ja oft so, dass wenn ich einen Daily Vlog anfange und euch erzähle, was wir vorhaben an diesem Tag, dass sich alles wieder ändert. Und wir müssen in ein Rewe gehen, weil wir unsere Rouladen brauchen von Rügenwalder Mühle. Die sind überall ausverkauft, überall gibt es sie nicht mehr. Und jetzt hat Bernd mal gegoogelt und ein Rewe im Kreis hier hat die noch. Und da wollten wir mal vorbeifahren und gucken, ob es die wirklich noch gibt oder ob es halt nur noch so im Internet steht. Und wir saugen jetzt das Sofa ab. Machen wir. Komm mal her. Hoppala. Und auf dein Kissen. Möchtest du auf dein Kissen? Ui, das ist wie eine Wolke so flauschig, ne? Wie eine Wolke so flauschig. Ja? Zeig mal, wie du da liegst. Oh. Mit deiner schönen Herzchenhose auf dem Herzchenkissen. Ja, super. Ist das schön, du Maus? Machen wir heute einen großen Ausflug. Und heute nehmen wir auch den Kinderwagen mit, ne? Weil es war jetzt schon zweimal, dass sie im Maxi-Cosi eingeschlafen ist. Und da musste ich dich rausholen ins Tragetuch, ne? Ja. Dabei haben wir doch extra diesen Kinderwagen mit Aufsatz, wo wir den einfach draufstecken können, ne? Den Maxi-Cosi. Hi! Oh, Mama braucht Kissen. Ja. Yeah. Oh. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Hello. Tja, aber bis das durch ist, ist das WLAN. Also sind die Ferien um. Jetzt guck erstmal, was der Router macht und dann gucken wir mal. Ja. Ja. Unser WLAN geht nicht. Und das schon seit heute Morgen. Ich habe aber jetzt noch nicht die Zeit gehabt, mich darum zu kümmern. Ich mache jetzt gerade alles über mobile Daten, mein Video hochladen und so. Und Bernd sagt, wir sollen mal gucken, was der Router macht. Das guckt der Calvino jetzt mal eben nach. So ein Mist. Es ist wieder Wochenende und Ferien. Ne? Wenn jetzt das WLAN nicht geht, ist echt doof. Aber ja, gut, gibt Schlimmeres, ne? Luxusprobleme. Aber für Videos hochladen ist es echt doof. Also da brauche ich wirklich WLAN. Der ist in dem Körbchen im Schlafzimmer, der Router. Neben dem Beistellbettchen. So ein blauer kleiner Korb. Ja. Ein rotes ist an, ein grünes ist an und ein grünes blinkt. Calvino und Bernd sind da jetzt oben am Router, also Bernd per Telefon und Calvino führt aus, was auszuführen ist. Vielleicht kriegen wir es ja wieder gestartet, das wäre gut, weil das Video von für heute Abend lädt jetzt gerade über mobile Daten hoch und das ist nicht so gut.
Ich habe mir jetzt die Maus eingeschnallt und gehe jetzt erstmal eine große Runde mit Smurfy und vielleicht kommt Calvino ja auch mit. Hier drauf drin. Ging jetzt? Ja. Aha. Wo? Hier. Ach, da drin? Ja. Ach, die? Ja, wusste ich nicht mehr. Sorry. Ist ja nicht schlimm. Bernd packt jetzt den Kinderwagen ins Auto. Und jetzt, wie geht das hier zusammen? Ja, das ist jetzt die Frage. Da der rote, glaube ich, den muss man umklappen, links. Den. Nein, das ist eine Desinfektionsding. Das ist ein roten. Den hier. Ja. Wir haben den nur einmal aufgebaut und nie benutzt und bis nie jetzt. Benutzt, weil die immer Menschen gesagt haben, ein Tragetuch ist besser. Ach Mann, ey, wie umklappen? Ja, weiß ich auch nicht. Musst du deine Schwester mal fragen. Nein, wo bin ich an? Brich lieber kaputt. Irgendwas runter unter dem Pelz? Den Pelz kannst du auch abmachen, weil wir haben ja 16 Grad. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Kalle, du kannst ihn ruhig hinstellen, den Maxi-Cosi. Brauchst du ja nicht tragen. Ja. Hier hast du einen Pelz. Ich bin am Hals. Ja, jedenfalls laden wir jetzt alles ins Auto. Und wenn die Morla im Maxi-Cosi weiterschläft, weil jetzt gerade schläft sie ja im Tragetuch, dann können wir sie einfach auf den Kinderwagen draufsetzen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, sag ich dir gerade. Ja, okay. Ich ruf jetzt deine Schwester an, Leila. Ich weiß das auch nicht. Die weiß das. Hallo. Few hours Hello. Later. So, wir waren spazieren und das hat nicht so geklappt. Also wir wollten ja Burg Fischering, ne? Genau. Und wir hatten zuletzt die Kamera angeschmissen, als wir den Kinderwagen zusammengebaut klappt haben. Hat nicht geklappt. Hat dann geklappt. Aber die Maus fand den Kinderwagen doof. Nein. Also habe ich sie da mitten im Spaziergang ins Tragetuch gepackt. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Ettige Maus, Kuperze. So, und dann? Burg Fischering war geschlossen. Da war eine riesen Baustelle. Sind wir im Wald spazieren gegangen und in der Stadt Lüdinghausen mit Mundschutz durch die Stadt gelaufen. Alle Menschen mit Mundschutz durch die Stadt gelaufen. Ja, hallo, ich bin. War nicht schön. Kein toller Ausflug. Kein toller Ausflug. Jetzt sind wir zu Hause. Da war es halt ganz schön, aber. Ja, es war ganz schön, aber naja. Es gab Klöße. Fertigklöße, Fertigkartoffelpüree, Fertigfischstäbchen, die Soße, die Bernd eingekocht hat und Spinat. Und das Morla-Soße. Morla-Soße, genau. Und jetzt kümmern wir uns steht nicht so auf Knutschen. Um die unzufriedene Morla. Ja. Was macht die Mama bestimmt im Fernsehen und muss lächeln? Sie mal gute Laune haben, wenn die Kamera an ist. Wie die Mama. Jo. Gute Laune. Oh. Peekaboo, peekaboo, peekaboo. Wo ist die Maus? Oh, wieso? Erkannt? Ich gehe mal mit euch in, ups, in HWR zum Reden, denn im Wohnzimmer, das mit dieser Bewegungsmelder, jetzt, tada, sorry für die Lichtstörung, also im Wohnzimmer schläft die Maus jetzt und deswegen wollte ich da nicht so reden, dann wird die nachher wach. Ich habe immer noch unbedingt Wäsche, die ich hier falten muss. Deswegen mache ich das jetzt, wo sie schläft. Sie war ein bisschen so quengelig und hat ihr Cluster-Feeding gemacht. Also ich habe sie gerade jetzt ganz viel gestellt. Ich habe aktuell auch wieder die Brustwarzen ein bisschen wund. Also sie ist wieder aufgewacht. Aber sie ist bei Bernd. Also Bernd ist da. So, da musste ich einmal abbrechen. Und habe jetzt ganz viel gestillt, die Maus. Wir gehen jetzt schlafen.
Und deswegen, ich werde den Vlog jetzt hier beenden. Ich wollte euch eigentlich noch einiges erzählen, aber das mache ich dann morgen. Die Maus geht vorne. Ja, jetzt geht's gerade schon. Aber sie will halt ganz, ganz viel stillen jetzt gerade. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss.